Der Gazastreifen ist mehr als nur Besatzung und Trostlosigkeit. Die vielseitige palästinensische Künstlerin Malak Matar kam am 30. Oktober 2019 nach Bremen, um das neue Buch We Are Not Numbers aus dem Schweizer Lenus Verlag vorzustellen. Basman Derawi, ihr Mitautor, konnte leider nicht anwesend sein. Ihm war kurzfristig die Verlängerung seines Visums verweigert worden. Und er befand sich an diesem Abend via Ägypten schon wieder auf der erzwungenen Rückreise nach Gaza. So my name is Malak and I'm 19 years old. Okay, I look older, I know. And I currently live in Istanbul. I lived all my life till 17 years in Gaza Strip and I moved to Istanbul to pursue my education in political science and international relations. Ja, ich bin Malak, ich bin 19 Jahre alt. Ich lebe jetzt in Istanbul, habe aber die ersten 17 Jahre meines Lebens im Gazastreifen verbracht und gehe jetzt zu einer besonderen Schule in Istanbul. I started painting and writing at the age of 14, and that was it during the last aggression in Gaza Strip that lasted for 51 days. Ich habe angefangen mit Malen und Schreiben, als ich 14 Jahre alt war, und das war zu der Zeit, als der Krieg gegen Gaza passierte, wo Gaza 51 Tage lang sozusagen beschossen wurde. I was painting and also writing about my diary as a person living in Gaza Strip under unusual conditions. Ich habe gemalt, auch zusammen mit meinem Tagebuch, das habe ich festgehalten, um zu dokumentieren, dass wir in Gaza unter ungewöhnlichen Bedingungen leben. Es folgen jetzt drei Gedichte bzw. Texte von Malak Matar, Basman Derawi, Doa Mohaisen und Yehye Al-Abiyat aus dem Buch We Are Not Numbers. Sie werden gelesen vom Schauspieler Volker Schmidt. Albtraum von Malak Matar. Es war ein Albtraum. Am Morgen öffnete ich die Augen. Es war kein Morgen wie jeder andere. Alles um mich herum war irgendwie unscharf. Ich dachte, meine Familie schlafe noch, tat sie aber nicht. Ich dachte, ich hätte einen Zufluchtsort. Hatte ich aber nicht. Ich dachte, ich hätte Freunde, hatte ich aber nicht. Ich dachte, ich hätte geträumt, hatte ich aber nicht. Ich dachte, ich hätte eine Puppe, hatte ich aber nicht. Ich dachte, da sei ein Garten, da war aber keiner. Ich dachte, das Meer sei blau, war es aber nicht. Alles war bedrohlich still, außer dem Tod und dem Geräusch meiner Schritte. Ich rannte, als gäbe es ein Ziel. Aber der Tod jagte mich und ich rannte, um mich zu vergewissern, dass ich noch lebte. Ich entdeckte einen See. Er war wie ein verschwommener Spiegel, der meinen Blick zurückwarf. Ich berührte mich wie eine Blinde und sah, dass mein Gesicht grau wie Staub war und mein Haar rot wie Blut. Der See hat mein Gesicht geformt. Wie der Krieg zuvor mein Leben. Ode an meine Geliebte, die Drohne von Basman Derawi. Wir sind zusammen, schon wieder, nur ich und sie. Beharrliches Surren. Ich mag ihr Schweigen. Sie mag es, wenn ich ihr zuhöre. Ihre Stimme ist ein heller Schmerz im Kopf. Ich flehe sie an, mich mit ihrer Liebe zu verschonen. Aber sie ist treu, surrt die ganze Nacht vor sich hin. Ich sehe in meinen Träumen, wie sie explodiert.
was der Krieg uns lehrt. Im Krieg lernst du allerlei und erfährst auch wissenschaftliche Fakten. Du lernst nicht aufzuspringen, wenn in der Nähe Bombeneinschläge oder Schüsse zu hören sind. Solange du sie hörst, bist du sicher. Die Rakete, die dich umbringt, hörst du nicht. Sie bewegt sich nämlich schneller als der Schall. Ist das nicht tröstlich? Du hörst die Rakete nicht, die dich gleich ins Jenseits befördert. Wie beruhigend. Du lernst das Leben schätzen. In anderen Zeiten ist uns nicht bewusst, was für ein Glück es ist, atmen zu können. Wenn Bomben fallen, hältst du aber gar nichts mehr für selbstverständlich. Ob du überlebst, Zeugen des nächsten Krieges wirst, ist schlicht unvorhersehbar. So zählst du die Tage und lernst, die kleinen Dinge zu schätzen. Deine Sinne werden geschärft. Nach einer Weile kannst du die Wassermenge in einem Fass einschätzen, wenn du nur dran klopfst. Wir bekamen manchmal tagelang kein Wasser, mussten also rationieren, was da war. Du brauchst auch keine Schalter umzulegen, um herauszufinden, ob wieder Strom da ist. Du weißt es einfach. Du lernst zu vergeben und Vergangenes ruhen zu lassen. Zwei meiner Onkel und mein Papa hatten sich das von meinen Großeltern geerbte Land gestritten und deswegen über ein Jahr nicht miteinander geredet. Als der Krieg ausbrach, wurden die Häuser meiner beiden Onkel zerstört und sie hatten keine Bleibe mehr. Papa vergaß den albernen Streit, rief sie an und bot ihnen Obdach bei uns an. Ganz ähnlich war es, als unser Haus evakuiert wurde. Ich nahm die Hand meiner Schwester und bat sie um Vergebung für die vielen Streitereien. Und sie mich. Uns war klar, dass wir dieses Leben nicht im Zoff verlassen konnten. Du lernst, richtig zu lieben. In Kriegszeiten wartest du nicht auf eine Gelegenheit, den Menschen um dich herum zu sagen, dass du sie liebst. Wieso ich in Gaza nie eine Tochter großziehen werde. Oh, bitte, Gigi. Gigi, obiad. Merci. Dobre. Zunächst ein paar Vermutungen, die ihr nach dem Lesen dieses Titels vielleicht über mich habt. Sie ist eine penetrante Feministin. Sie ist klein und hässlich. Sie hat nichts dagegen, eines Tages eine alte Jungfer zu sein. Sie ist eine Liberale, die den Wert der Ehe hinterfragt. Sie ist eine Drama-Queen. Einiges davon stimmt tatsächlich. Deswegen schreibe ich das hier aber nicht. Ich bin 22, habe zwei Namen, zwei Geburtstage und zwei verschiedene Persönlichkeiten. Will heißen, bin eine gute Schauspielerin. Ich bin in Gaza, Palästina, aufgewachsen, in einer arabischen Gesellschaft. Mag ich sie? Klar. Ich pflege nur lieber eine etwas distanziertere Beziehung zu meinem Land. Der Gedanke, in Gaza keine Kinder zu kriegen, vor allem keine Tochter, war schon immer da. Die Gründe dafür konnte ich aber noch nie richtig benennen. Jedes Mal, wenn ich in ein Gespräch darüber verwickelt werde, gerate ich durcheinander. Mir fehlen die Argumente. Gewisse persönliche Entscheidungen musst du in einer konservativen Gesellschaft begründen. Aussagen wie folgende reichen da nicht. Die Welt ist zu schrecklich, um noch mehr Kinder zu kriegen. Vor allem, wenn man wie ich Palästinenserin ist. Das ist das Letzte, was ich jemand antun möchte. Ein Kind mit palästinensischem Pass ist wie ein Küken ohne Flügel. Kürzlich war ich am Gericht, um einige offizielle Dokumente einzureichen. Das gleicht einem kleinen Albtraum, da ich Kopftuch und ein langes, zugeknöpftes Gewand anziehen muss. Sonst lassen sie mich nicht hinein. Neben mir war eine Frau, deren Kind einen Unfall gehabt hatte. Sie sollte zum Ausgleich eine finanzielle Entschädigung erhalten. Der Richter fragte, wo ist der Vater? Sie sagte, er ist außer Landes. Darauf fragte der Richter verärgert, wo ist der Onkel?
Sie sagte, ich bin seine Mutter. Da schrie der Richter sie an, wo ist der Großvater? Wo ist die Familie des Kindes? Geh und bring mir irgendeinen Verwandten väterlicherseits. Und damit ist auch jetzt geklärt, dass deine Mama nicht zur Familie gehört. Was für eine Überraschung. Üblicherweise begleitete mich meine Mutter für Papierkram, was jedes Mal ein sehr zeitraubender und mühseliger Vorgang ist. Das letzte Mal bin ich ausnahmsweise mit meinem Bruder hin und zu meiner Überraschung dauerte die ganze Angelegenheit keine 10 Minuten. Obwohl es in den Dokumenten um mich ging, wartete ich im Wagen. Meine Anwesenheit war aber auch gar nicht erforderlich. Und wieso nicht? Offenbar lautet das Motto meines Landes, Männer geben den Ton an. Macht und Autorität sind gleichbedeutend mit Männlichkeit. Das ist nur ein kleines Beispiel dafür, was Frauen in Gaza täglich zu erdulden haben. Für mich steht es stets sinnbildlich für viele Mühen, Hindernisse und überhaupt einen ganzen Haufen Mist. Wo liegt das Problem? Bei den Gesetzen? Der sogenannten religiösen Regierung, der Religion selbst, den Männern, der Ignoranz? Letztendlich habe ich keine Antwort und mir ist es eigentlich auch egal, wer oder was daran Schuld hat. Eins weiß ich hingegen ganz sicher. Ich liebe meine künftige Tochter viel zu sehr, um sie jemals in diesem Land zur Welt zu bringen. Malak Matar erzählte an diesem Abend noch viel von ihrem Leben in Gaza und von ihrem Studium in Istanbul und überhaupt von den für uns Mitteleuropäer unvorstellbaren Schwierigkeiten eines Lebens unter der israelischen Besatzung. Malak Matar ist aber auch eine inzwischen sehr bekannte Malerin. Deshalb hier einige Screenshots aus ihrem Instagram-Account.